Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Skull and Bones. Und ihr seht, ich bin mit der DAO unterwegs. Das heißt, es geht auf Wildtierjagd. Vor mir habe ich schon markiert. Hier ist hier so eine kleine Bucht, wo wir noch mit der DAO reinkommen und da man den Alpha-Fluss fährt. Es gibt von einigen Tieren, von den Krokodilen und von den Flusspferden, gibt es immer so starke Varianten. Die befinden sich dann in so einem abgeschotteten Bereichen, wo man nur mit der DAO reinkommt. Und das ist dann hier zum Beispiel das Alpha-Flusspferd oder ich weiß gar nicht, ob ich die schnelle eins finde noch. Es gibt auch noch den Flusspferd Bullen, das weiß ich. Den gucken wir uns auch nochmal an. Und da gibt es halt auch noch Sachen wie tödliches Krokodil und wildes Krokodil. Und die befinden sich dann halt immer in so einem. Ja, hier sieht man es gerade nicht. Ich hätte euch gerne nochmal weiter gezeigt, aber ich. Ach, hier zum Beispiel. Hier ist ein Flusspferd Bullen. Da kommen wir halt nur von vorne hier so zack in diesen abgesperrten Bereich rein mit der DAO und können dann halt da diesen Flusspferdbullen oder das wilde Krokodil, tödliche Krokodil oder Alpha-Flusspferd töten. So wie jetzt das Alpha-Flusspferd dran ist. Ihr müsst halt mit der DAO hier durch, weil sonst kommen wir mit keinem Schiff durch. Und dann haben wir hier irgendwo, da ist es schon vor uns. Sehen wir, das gute Tier ist ein bisschen größer, ein bisschen stärker, ne? Sonst reicht ja ein Speer aus, aber für den Kollegen brauchen wir halt wirklich ein paar Würfe mehr und vielleicht ein paar Reparaturkits tatsächlich. Und dann geht es halt immer schön im Kreis schwimmen und den Kollegen mit dem Speer abwerfen. Vorzugsweise natürlich den Speer auf Stufe 4 bringen oder 5, ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. Und dann beißt halt auch gerne mal zu, ne? Und da sehen wir es halt auch, er tut uns halt auch weh, ne? Also ist jetzt nicht so, dass der mal kurz zusnackt und dann merken wir das nicht. So, und es geht immer schön im Kreis schwimmen, immer schön den Radius halten, wenn es geht. Dann kommt das Tierchen gar nicht so leicht hinterher. Ich meine, es kommt hinterher. Vor allem, wenn man dann irgendwie mal irgendwie gegen schwimmt, das wäre dann doof, ne? Ja, kriegen wir eine Tote vor was? Kit brauchen? Jawohl, der Tote kriegt perfekt. So, dann heilen wir uns mal schnell 120 Sekunden. Ich würde eigentlich was Kleines mitnehmen, aber ich habe nichts Kleines mehr. Aber ich gerade Platz im Lager brauchte. So, dann können wir hier nämlich hindümpeln, zack. Und bekommen dann halt auch das beste Flusspferdfleisch und die höheren Varianten der Haut. Das ist jetzt doof. Jetzt stehe ich hier ganz doof vor diesem Wasserpfeil und muss hier mal ganz schnell weg. Ihr könnt mit der DAO nämlich auch nicht verteidigen, Freunde. Ja, du, das hast du jetzt schön ausgenutzt, ne? Das hast du jetzt ganz toll gemacht. So, den werde ich jetzt auch noch mal töten, weil ich eigentlich gerade das Kobalt noch ernten wollte. Aber gut, das klappt natürlich nicht, wenn wir hier schon den nächsten Kumpel am Arsch haben. Oh, ich könnte jetzt auch gar nicht, ne? Dann mache ich auch die großen Kits drin, die ewig lange brauchen. Das ist so scheiße. Das ist aufgewertete Kit Stufe 1 zu reparieren, aber es ist halt, nee. Da sehen wir schon, jetzt kriegen wir schon Hauptprobleme mit unserem Leben und dem Pferdchen am Hintern. Ein bisschen abwerfen, wenn wir Glück haben. Zuckt da mal zusammen und lässt uns ein bisschen in Ruhe. Aber ich würde sagen, ja, und so schnell kann es gehen, Freunde. Haben wir das auch mal gesehen, wie es passieren kann, wenn das Tierchen richtig Bock hat. Aber ihr habt auch gesehen, wie es geht, wenn das Tierchen nicht so viel Bock hat. Und ich würde sagen, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.